Morgen beginnt in Charleville-Mézières in den Ardennen einer der bedeutendsten Prozesse in der französischen Justizgeschichte. Die Mordserie des Monsters der Ardennen und seiner Frau hat ganz Europa schockiert. Die Fourniers sollen in Frankreich und Belgien junge Mädchen vergewaltigt und getötet haben. Auf sadistische Weise und mit extremer Akribie, sodass sie sich lange der Justiz entziehen konnten. Der Prozess in Charleville begann 2008. Charleville ist eine Kleinstadt mit einem kleinen Gericht. Ich hatte ein Buch über Serienmörder geschrieben. Michel Fourniret ist der Inbegriff eines perversen und organisierten Serienmörders. Er verkörperte also alles, was ich bereits kannte. Ich war nicht besonders an ihm interessiert. Sie faszinierte mich. Es ist ein echtes Rätsel. Wir haben es hier mit gemeinschaftlicher Perversion zu tun. Und wir wissen nicht, wer das Instrument des anderen war.